Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. In der letzten Folge haben wir uns hier aufgemacht, die Stadien hier abzuklappern, um gedynamaxte Pokémon aufzuhalten, die ja die Welt terrorisieren. Und wir waren in Turfield, Kilton und Engine City. Entschuldigung, muss gerade aufstoßen. Und ja, dann haben wir uns noch mal gegen Schildrich und Schwert, Fried, keine Ahnung, wie die mache, ich vergesse das jedes Mal, gestellt. Und ja, die Assistentin von Sanya hat denen hier ein paar Wunschsterne gegeben, nachdem die her waren. Und ja, deswegen ist Sanya ein bisschen betrübt. Und weil sie unsere Waifu natürlich ist, tun wir sie natürlich versuchen, wieder aufzumuntern, was geht. Alles klar, gut. Dann machen wir weiter. Habe ich gut gemacht, ich bin ein guter Mensch, ne? Hey, wartet, warum geht ihr einfach ohne ein Wort zu sagen? Naja, du sahst so zerknirscht aus. Wir sollten ja ein bisschen Zeit geben, das alles zu verarbeiten. Natürlich bin ich zerknirscht. Schließlich ist es allein meine Schuld, dass wir so spektakulär ausgetrickst worden sind. Oh, ich bin so aufgeregt, ich könnte anklotzen sagen. Nein, mach das nicht. Ich kann nicht glauben, dass ich mich derart hab reinlegen lassen. Aber jetzt ist nicht die Zeit zum Trübsal blasen. Boah, ich habe schon wieder voll drauf. Also lasse ich jetzt einfach sein. Schluss damit. Diese Typen haben eine riesige Menge Wunschsterne mitgehen lassen. Ich will gar nicht daran denken, was sie damit als Furchtbares anstellen könnten. Wie ihr seht, habe ich absolut keine Zeit für einen Durchhänger. Sanya. Hey, du bist echt hart im Nehmen. Es macht mich sehr stolz zu sehen, wie du in so einer Krisensituation einen kühlen Kopf warst. Danke, Oma. Normalerweise braucht es einen starken Vertrauen zwischen Trainer und Pokémon, um die wahre Kraft des Dynamax-Phänomens zu entfesseln. Aber es wäre gut möglich, dass die Leute die Galar-Partikel in den Wunschstern verwenden, um die Bedingungen zu umgehen und so eine Dynamax-Maximierung der Pokémon erzwingen. Das ist ja schrecklich. Diese Typen haben echt keinerlei Respekt vor den Pokémon. Jetzt, wo sie so viele Wunschsterne in den Finger bekommen haben, müssen wir damit rechnen, dass sich die Lage erheblich verschlimmert. Aber was erhoffen sie sich davon, Pokémon zur Dynamaximierung zu zwingen? Die Typen haben doch etwas davon gefaselt, dass sie die wahre Natur von Sakyan und Samacentor zum Vorschein bringen wollen. Ich würde auch gerne wissen, was das alles mit einem königlichen Blutlinie zu tun hat, die meine ehemalige Assistentin erwähnt hat. Andererseits, vielleicht muss ich gar nicht rätseln. Es ist genau das, wonach es klingt. Danero, wirf mal einen Blick auf deine Karte, schnell. Diesmal schlagen die Detektoren gleich in 4 Stadien gleichzeitig aus. Wir müssen umgehend handeln. Wie, diesmal können sie wirklich in Gefahr sein. Aber bei euch in Spikeford gibt es doch gar kein Stadion mit Energiequelle. Du machst dir mal wieder unnötig Sorgen, ja, das habe ich doch letzte Folge gesagt, ne? Hm, jetzt wo du es sagst. Danero, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen sofort los und dem Pokémon helfen. Tut mir leid, dass ich euch bei den Dynamax-Pokémon nicht helfen kann. Bitte kümmert euch um sie. Ich versuche derfalls herauszufinden, wo sich die zwei Clowns herumtreiben. Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Was war das vierte Stadion noch mal? Das war die vierte Arena, meine ich. Claw City, da war die siebte, ne, die achte. Passbeck, Fairbelly, Kirchester, ich weiß gar nicht. Warte mal, ne, die Feuerarena war die vierte. Ne, erst war Pflanze, Wasser und dann Dinge. Ich will das in der richtigen Reihenfolge hier machen. Ich glaube, hier war die nächste, ne? Passbeck. Dann war Kirchester, glaube ich. Ah, Passbeck, also die Kampfarena-Leiterin, ne? Black Wingo oder Magikasam. Ja. Hätte noch nicht so viel Screen Zeit bisher. So, hey, hast du was zu verkaufen? Hier eine Tri-Pelle, boom, Geld. Eiskalt 27.000 Geld bekommen. Ich glaube, da war die vierte Arena. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube ja. Hallöchen. Hallo Leute, seid ihr etwa hier, um mir aus der Patsche zu helfen? So sieht's aus. Wie ist denn der Stand der Dinge hier? Die Evakuierung der Leute ist gerade abgeschlossen. Es hießen, wollte ich mich den Dynamax-Pokémon widmen. Okay, das packen wir mit den vereinten Kräften an. Oh, vielen Dank. Da wir
Da wir es mit mehreren Pokémon zu tun haben, sollte sich jeder jeweils eins vornehmen. Ich verlasse mich auf euch. Los, auf geht's. Okay, das haben wir in den Augen auf einmal los. Er ist voll freundlich und dann so, ich springe alle oben. Alter, jeder soll sich um eins kümmern. Geil. Kein Ding. So, mir hat irgendwie sagen, dass die anderen irgendwie nicht so gut sind. Ein Arena-Leiter. Ich könnte mir schon vorstellen, der 8. Arena-Leiter, der haut schon so ein Viech alleine weg. Also, ja. Aber mal schauen. Magikasam. Okay. So, dich hau ich weg. Mein Gott, ist die riesige. Dino hat Kinese. Ja, ich nehme an, die sind jetzt schwächer, ne? Ich allein gegen die kämpfen muss. Okay. Jetzt komme ich so weg. Ich bin fertig. Und dann sehe ich nur, Hopf wieder irgendwie zerquetscht wird. Von so einem Ding. Hilfe. Anklotzen. Ich kann euch gar nicht genug danken. Mit feinen Kräften haben wir es geschafft, die deiner maximierten Pokémon zu beruhigen. Wir werden uns hier im Stadion gut um sie kümmern. Seid also unbesorgt. Was das war es gut bei mir, Daniro. Lass mich also ruhig wissen, wenn dir mal das Wasser bis zum Hals steht. Du hast eine seltene Liga-Karte von Seida. Wenn eure Hilfe noch woanders gebraucht wird, lasst euch bitte nicht von mir aufhalten. Ich habe die Lage hier im Passwegstadion schon im Griff. Diese beiden Pappnasen haben sich ziemlich viele Wunschsterne gestappt. Kein Wunder, dass jetzt viel mehr Pokémon deiner maximieren können. Gut möglich, dass unser Problem jetzt erst so richtig anfangen. Es gibt noch 3 Stadien mit durchgedrehten Dynamax-Pokémon. Lass uns keine Zeit verlieren. So. Ich bin auch blöd. Ich kann nur einfach hier nachgucken, mit die nächste Arena wäre. So. Indem ich, ja, okay, seine habe ich. Okay, ich kann mich eigentlich nicht daran richten, weil den seine habe ich schon vorher bekommen. Steht da irgendwie, was für Arena-Leiter die sind? Nee, nee. So. Der kann auch noch. Ich erinnere, war der denn? Ach, Kircher ist da, genau. Ja, wir waren hier fertig, dann sind wir da hingegangen, ne? Dann sind wir hier so lang gegangen, dann sind wir hier so hingegangen, ne? Sind wir hier so hingegangen, dann sind wir hier so zurück. Ne, dann sind wir hier nach Dings gegangen, nach Spike Fort, wo immer das jetzt sich jetzt vollkommen aus den Augen verloren, aber egal. Ich nehme an, das ist schon die richtige Reihenfolge. Ne? Mir ist es wichtig, okay. So, Fairbelly. Ist da jetzt nicht der Dings hier, Arena-Leiter? Dieser eine. Die Locke. Wie ist er nochmal? Der eine Rivale, ja. BD. Oder Beat, keine Ahnung. Ich habe mich das Pokémon gewechselt, merke ich gerade. Hat verdammt. Hier? Betis. Ah, nee, BD war den sein englischer Name, glaube ich, ne? Betis, was ist mit dem Dynamax-Pokémon? Dachte ihr etwa ernsthaft, dass sie mir irgendwelche Probleme bereiten würden? Mir ein Fehler-Arena-Leiter der absoluten Spitzenklasse? Ach, stimmt ja, du bist ja Arena-Leiter. Nur bei der Spitzenklasse bin ich mir nicht so sicher. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr hier seid, um mir jetzt anzugehen? Nichts irgendwo, dabei ein Trainer der absoluten Spitzenklasse braucht keine Hilfe. Einfaches Danke hätte auch getan. Wir haben uns Sorgen gemacht. So ein unausstehlicher Arena kann die nächste Arena schönlicher Eiter werden. Olivia hat mich hinters Licht geführt und für ihre Zwecke missbraucht. Aber von jetzt an entscheide ich über mein Leben, ich ganz allein. Und ich entscheide, dass wir beide auf der Stelle gegeneinander kämpfen, Daniro. Ich will ja kein Spielverderber sein, aber dafür haben wir jetzt echt keine Zeit. Ja, mal mit der Ruhe, mein Junge. Meine Quizfragen konntest du damals auch mit kühlen Kopf beantworten. Es besteht kein Grund, jetzt die Fassung zu verlieren. Mit dieser eigenständig 3 Dynamax-Pokémon bezogen und euch somit gewissermaßen etwas zusätzliche Zeit erkämpft. Außerdem lässt er nicht mehr von den anderen bei seinen Entscheidungen beeinflussen, wobei ich schon ein Stück weit meiner Stempel aufgedrückt habe.
Jetzt, wo sie jetzt erwähnen, ja, das haben sie wohl. Wer 88 Jahre auf dem Buckel hat, wird ja bestimmt auch die eine oder andere mystische Weisheit parat haben. Ja, das hier hat nichts mit Papella zu tun. Dieser Kampf ist allein meine Entscheidung. Also, lass mich nicht länger warten. Kämpf mit ihr. Ja, ja, okay. Ich und meine Pokémon mussten wieder bei Null anfangen, doch die harte Arbeit hat sich gelohnt. Hier bekommst du eine exklusive Kostprobe davon, wie weit wir es gemacht haben. Jetzt noch nicht mal hier mein Dings hier ändern. Oh, dann kommen wir. So, Fee. Ah, ist auch Fee, aber das Fee Stahl, da habe ich keine Chance gegen. Meine Zeit als Arena hat mich stärker werden lassen als dich. Und hübscher. Okay. Was nehme ich denn dagegen? Du wirst wahrscheinlich einen Stahlattacke als erstes sein, ne? Also ja, hier, ne? Igni. Haut Igni wieder alles weg. Sehen Sie es hier und jetzt. Mit die, das ist ja 900, 990. Ich bin die Nummer 200. Du hast keine Chance hier. Schneller als ich? Oder habe ich daneben gehauen? Ich habe gerade einen Moment weggeguckt. Ich habe daneben gehauen. Was? Was? Hey! Unfair. Ah. So, jetzt aber komm. Alter. Voll unnötig. Das ist voll die Ein-Mann-Show hier. In den letzten Folgen habe ich so das Gefühl. So. Noch mal Kehrtwende. Das war nicht zu wenig Wechsel, aber wird schon klappen. Kannst du noch Psycho oder Fee einsetzen, ne? Also deswegen ist, weiß nicht, ist Fee auf Fee ist neutral, ne? Also na komm. Aber sie hat eine hohe Spezialverteidigung, also kommen sehr, ja, oder so. Ich habe gesehen, dass du eingewechselt wirst. Oh, Zauberschein. Ah, du auch. Ja, sehe, der wird nicht so wehtun, wenn die noch dann da drin ist. Da tankt sie weg. Sehr gut. Galoppa. Ach ja, den schon gewundert. Galoppa, aber ja, stimmt ja, ist ja Fee. Schmalohren, ich glaube, das ist Stahl, ne? Ja. Oh. Gib mir ein paar AP zurück, bitte. Das reichen? Ich glaube nicht, ne? Obwohl. Jetzt kommt der Seher. Ja. Okay, auswechseln. Nimm mal einen Stahl, kommt wieder, ne? Stahl gegen Kampf ist auch nicht sehr effektiv, ne? Egal. Burakuringo. Burakuringo. Ja. Ich ziele, ich steche. Ich mache wenig Schaden. Ja, und Blackwinger hat über das da genau. Na gut. Ja, ich habe auch sterne Attacken. Und Psychoklinge. Das hat fast wehgetan hier abgestart. Ich habe gehört, du bist stärker geworden. Welches Level oder war Deleon Level 60? Und ich weiß nicht, ich muss auch mal nachgucken. Nee. Das würde ja bedeuten, dass er irgendwie nur zwei Level höher ist. Jetzt könnte tatsächlich der stärkste Champ sein, den die Galar-Region je hatte. Ich habe noch viel Arbeit vor mir. Dann möchte ich erst zu deiner Hoffrauen auflassen und dich anschließend besiegen. Okay, ich dachte, da wäre jetzt irgendwie so eine Frage, die ich wieder beantworten muss. So, das war jetzt nicht deiner Max ein, oder? Nee. Ich schon sagen. Ja. Uff. Ich dachte, das ist eine Frage, die ich beantworten musste und ich müsste, weiß nicht,
irgendwie bescheiden sein, damit er richtig ist oder so. Keine Ahnung. Und das hätte ich gesagt, ganz genau. Aber kann ich irgendwie auch nicht sagen, weil Deleon mir immer noch die Fresse gibt im Kampfturm. Also ja. Deswegen, ja, ist er immer noch stärker, mehr oder weniger, obwohl ich wahrscheinlich stärker Pokémon habe als er. Mir schon voll viel Level 100 Pokémon hat. Ich gehe wortwörtlich hier, ich gebe wortwörtlich nicht alles gegen euch. Ihr solltet euch geschätzt fühlen. Ja, Leiter Bettys wurde besiegt. Unmöglich, das kann gar nicht sein. Ich bin noch ein Arena-Leiter. Wenn wir tun, den seine in seinem Verhalten im Kampf irgendwie nicht in seine Persönlichkeit widerspiegeln, ne? Er ist voll aggressiv und so. Nein, darauf habe ich keinen Bock. Aber im Kampf war so. Endlich kann ich auch dich als Champ anerkennen. Vielen Dank für diesen Kampf. Es fällt mir schwer, das so oft zuzugeben, aber du hast mir damit auch einige meiner Schwachstellen aufgezeigt. Ich werde an mir arbeiten und ein bisher besserer Trainer werden, solange bis ich das Potenzial von vielen Pokémon vollendig ausgereizt habe. Und ich habe eine Liga-Karte von den Alten. Ich glaube, die lesen wir uns mal alle hier nach diesem Part durch. Als Arena-Leiter ist aber meine Pflicht, das Stadion wieder auf Vordermann zu bringen. Diese Pokémon-Kampf haben wir eben war pinker als eine Herde Pipi. Herrlich. Da, ich wollte schon sagen, du bist nämlich schon auch noch eine, ne? Ich gehe dann. Obwohl er nicht mehr an der Arena-Challenge teilnehmen durfte, konnte Betis sich einen Weg ins Turnier kämpfen. Er ist mit allem Wasser gewaschen, das muss man ihm lassen. So langsam verstehe ich auch, wie er es zum Arena-Leiter gebracht hat. Er mag zwar manchmal meistens etwas anstrengend sein, aber als Trainer hat er es echt drauf. Er nimmt die Sache eben ernst. Ja, aber unseren Kampf war nicht zu übersehen, wie sehr er sich ins Zeug legt. Er scheint ja massig Zeit zum Planen zu haben. Soll ich euch vielleicht noch eine Tee aufsetzen? Schon komplett, du hast ja recht, weiter geht's. Es gibt noch andere Orte, an denen tobende Dynamax-Pokémon ihr Unwesen treiben. Wir sollten uns schnell wie möglich um sie kümmern, Daniro. Wie es aussieht, müssen wir uns noch zwei Stadien vornehmen. Kirchester und Claw City, ne? Dann komm. So, ich bin mir ziemlich sicher, das war die sechste Arena. Und die siebte Arena war in Spikeford und die achte war Claw City, ne? So war das doch. So, Pokémon wechseln, bevor ich schon wieder vergesse. Was war denn noch mal? Boden oder Gestein, ne? Eins von den beiden. Oh Gott, wir sind alle weg. Ich glaube, der war Gestein, ne? Egal, Herr von Lauch. So oder so schaffst du schon. Ich meine, klappt schon. Ja, das sieht aus wie Gestein. Hi Mac. Hey ihr drei, bringt euch in Sicherheit. Soll das ein Witz sein? Wir sind hier, um dir zu helfen. Oh, ich sehe jetzt erst, wer ihr seid. Sorry. Nun, da den Juri, jetzt kannst du dich entspannen. Ich breche mir schon die ganze Zeit den Kopf darüber, wie ich mit all dem wild gewordenen Dynamax-Pokémon fertig werden soll. Neue Hilfe kann sich jeder von uns eins dieser Pokémon vorknüpfen. Nichts wie raus in den Kampfplatz. Also ich könnte mir vorstellen, Roy wird die auch alle hier mit einem Schlag weghauen, ne? So viel Probleme mit, wie ich mit dem hatte, ne? So, Stein, ja gut. Guten Morgen, der Herr. Dürfte ich Sie bitte aufschlitzen? So, auch Laubklinge habe ich auch. Stärker ist. Der hört die nach Faust. Ja, komm. Herr von Lauch, machen Sie sich größer. Jawohl, der Herr. Und so einen offiziellen Dub irgendwie für Herr von Lauch. Oh Gott! Din, din. Das sieht so merkwürdig aus, ey. Wenn so kleinere Pokémon, die normalerweise sehr viel kleiner als das gegnerische Pokémon sind, auf einmal auch Dynamaximieren und dann auf einmal genauso groß sind wie. Ich meine, das sieht voll merkwürdig aus, ey. Das sieht aus, als wäre
Lauchzelot irgendwie genauso groß wie ein Brokkoloss. So aus der Perspektive. So, Spezialverteidigung. Gut, dass ich nicht spezial angreife. Ich benutze nur mein Schwert und meine Fäuste. Död. Ich finde das so geil, wie so eine Faust aus dem All rausgeschossen kommt, ey. Das ist wortwörtlich eine Faust aus dem All. Und da war kein Problem übrigens. Klasse Leistung, Leute. Ist auch niemand verletzt. Hui, das war ja eine ganz schön knappe Sache. Aber mir geht's gut. So ganz allein mit einem Dynamax-Pokémon. Vielleicht werden es eben doch ein Kinderspiel. Doch ein Kinderspiel. Nein, ich bleib bei. Es ist doch ein Kinderspiel. Hey, dass ich auf dich ziehen kann, wusste ich ja schon, Daniro. Aber du hast heute bewiesen, dass man sich auch auf jederzeit verlassen kann. Wirklich? Hopp, hört solche Komplimente wohl nicht so oft. Das würde erklären, warum er auf einmal bis über beide Ohren grinst. Ach, sei still, Ness. Die Pokémon müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich werde mich gut um sie kümmern. Das reicht zwar bei weitem nicht aus, um mich zu bedanken, Daniro, aber ich möchte dir wenigstens als kleine Anerkennung meine Liga-Karte geben. Geil. Das war irgendwas, meine Hilfe benötigen, dann melde ich einfach bei mir. Was wollen die alle damit sagen, irgendwie? Also dann, ich wünsche euch alles Gute und jede Menge Kraft. Bedeutet, ich kann dann irgendwann wieder bekämpfen oder irgendwie sowas. Damit die mir beim Training helfen, meine ihr das mit Hilfe? Scheint ganz, als ob sich die Lage in der meisten Stadien entspannt. Jetzt muss doch nicht nachlassen, Daniro. Vor uns liegt noch ein Stadion, in dem Dynamax-Pokémon ihr Unwesen treiben. Lass uns das schnell hinter uns bringen, ja. Jetzt kommen wir dahin und Roy hat einfach alles zerstört. Er hat sich, weiß nicht, irgendein Steak gemacht aus irgendeinem Pokémon. Ich kämpfe dagegen Drachen-Pokémon oder so, weiß ich nicht, gegen was für ein Pokémon wir da kämpfen, aber ich sehe dann einfach nur so eine riesige Hähnchenkeule da so am Braten, so, yo, ich bin schon fertig, was macht ihr hier? Wenn einer Arena-Leiter hier so deiner maximierte Pokémon erlegen könnte, dann ja wohl der, ne? Ich meine, wenn Batiste schon hier alles weghaut, wenn der 4 Pokémon auf einmal weghaut, ne, dann so. Jetzt müsste ich wieder diese Meldung kommen. Ja, wir haben hier ein Dings. Da gibt es noch so ein Pokémon. Übrigens, im Busway Bahnhof. Ja, ich habe mich gespeichert, nachdem ich dieses Pflegmon hier gefangen habe. Weil ich will halt mit richtigen Wesen und also was hier fangen. Ich könnte mir halt auch züchten, aber. Pff. Und ja. Da war ich noch zu faul für. Gibt sowieso keinen Pokédex-Eintrag für all das, also ja. So, Magikasam, du schaffst das. Oh. Hi, Roy. Hi. Ja, ein Glück, dass ihr hier seid. Das Stadion steht kurz davor einzustürzen. Es steckt voller herumwütender Dynamaxierter Pokémon. Es liegt daran, dass die Kraft der Wunschsterne missbraucht wird. Was, im Ernst? Als ob wir nicht schon genug gesorgt hätten. Ja, jetzt kümmern wir uns zuerst um die Dynamax-Pokémon. Jetzt wo ihr da seid, kriegen wir das ratzfatz erledigt. Wir packen mit an, stimmt's, Daniro? Na klar doch. Na, wenn wir nicht mal das allerbeste Team sind, dann weiß ich auch nicht. Ja, ist auf dich zähle ich ganz besonders. Schließlich bin ich im Halbfinale bei dir ja förmlich gegen einen Wandgang gerannt. Ich sei ein Profi darin, meine Dynamax-bierten Pokémon das Leben schwer zu machen. Heute sind wir keine Gegner, sondern ein Team. Wollen wir die Arbeit nicht unter uns aufteilen? Okay, jeder stimmt, nimmt sich ein Dynamax Pokémon vor und versucht es zu besänftigen. Los geht's. Wenn sie auch voll alleine alle erledigen können, ey. Verschwenden ist doch nur unsere Zeit. Also, da ist mir ehrlich gesagt lieber, aber ich möchte nicht noch mal gegen den kämpfen. Aber voll nervig, ne? Überbrückung. Vorahnung. Oh nein. Irgendwie wurde die trotzdem aktiviert. Die Fähigkeit wurde überbrückt. Maikasan setzt seine Fähigkeit ein. So, Max Axe. Eins von M Masters Lieblings-Pokémon, glaube ich. Ich glaube, sein Lieblings-Pokémon ist Butalanda. Sein Lieblings-Dachen-Pokémon jedenfalls. Der Master, der weiß nicht, benutzt auch immer nur so Brocken. Wir können uns ja mal den seine Dynamax
seine Liga-Karte mal angucken. Oh Gott. Hattest du eingesetzt? Stahl? Naja, wie getan. Los, hau den weg. Oh Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, was danach passiert wäre, wenn wir jetzt K.O. gegangen wären. Oh Gott, zum Glück ist er mit einem Schlag weg gewesen. Das war gruselig. Wow, was für ein Teamwork. Das war ganz große Klasse, Leute. Noch schnell ein Foto zum Andenken. Das muss einfach drin sein. Mit Pokémon kümmere ich mich. Keine Sorge, das kriege ich nur wieder hin. Und dann, Nero, wenn du jemanden Hilfe brauchen sollst, sag einfach Bescheid, ja? Ein Wort von dir und Roy eilt sofort zur Hilfe, das verspreche ich dir. Und du, Ness, irgendwann brauchen wir zwei eine Revanche, diesmal aber ohne Dynamax. Ihr habt doch eben gesagt, dass irgendwer die Wunschsterne missbraucht, oder? Ich nehme mal stark an, dass ihr in der Sache bereits Nachforschung angestellt habt. Dann macht weiter so. Das Klauschalten ist derweil bei mir in sicheren Händen. Tschüss. Okay, ich nehme an, jetzt geht es noch nach Spikeford, ne? Aus irgendein Grund. Wenn ich mich nicht verzählt habe, hätten wir damit alle Stadien abgehakt, Danilo. Jetzt müssen wir nur noch so bald wie möglich diese beiden Clowns schnappen. Richtig, wenn wir die beiden nicht schnell genug aufhalten können, könnte der ganze Käse nämlich wieder von vorne losgehen. Das habe ich mich gerade auch gefragt. Jetzt packen die einfach in den ganzen Stadion noch mal welche rein. Wollte Professor Serne sich nicht darum kümmern, die zwei ausfindig zu machen? Wenn wir die Typen das nächste Mal sehen, werden wir sie so richtig fertig machen. Bip, bip, bip. Gilt da nicht gerade dein Smart-Rotom, Danilo? Ja, lass es doch. Hm, was mache ich denn jetzt? Das ist bestimmt Sanja. Herr Danilo, ich bin Sanja. Ha, bin ich gut. Die beiden Clowns haben sich Zutritt zum Chlorstadion verschafft und stehen gerade vor dem Eingang zum Energiewerk. Die Tür dorthin ist zwar verschlossen, aber ich bezweifle, dass die Verriegelung ein ernsthaftes Hindernis für sie darstellen wird. Als verstanden, kommt zum Chlorstadion und beeilt euch. Wie gut, dass wir gerade da sind. Ich glaube, Sanja hat uns gerade über Telefon mehr als deutlich gemacht, dass wir wie die Lage steht. Im Stadion von Claw City wären wir schon mal. Wir sollten zum Eingang vom Energiewerk gehen. Okay. Ich noch mal kurz gucken, ob ich noch mal. Warum hast du mich angerufen, wenn du direkt da stehst? Danilo, bist du da? Ich habe ich dich erreicht. Ich stehe direkt hier. Oh, ich habe dich erreicht. Ich stehe direkt vor dir mit meinem Telefon. Ich glaube, wir sollten privat reden, weil du direkt vor mir stehst. Okay. So, heilen wir mal unsere Pokémon. Und mit unserem Pokémon heilen meine ich Magikasam. Ja. Übrigens, das hast du mir gerade schon gesagt. Danke. So, wir lesen mal die Liga-Karten durch, weil wir noch Zeit dafür haben, würde ich sagen. So. Haben wir einmal, ja, oh, genau. Wohl Jaros Leistungen zu wünschen übrig lassen, da sein Fokus im Kampf darauf liegt, Spaß zu haben, ist er eben sehr stark. Die Heuballen, die die Wally bei seiner Arena-Mission zerstören, wiegen jeweils rund 350 Kilogramm. Doch Jaro kann sie problemlos bewegen. Meistens rollen die Wally um ihn herum. Doch wenn er es übertreibt, kann es passieren, dass sie aus der Arena herausrollen. Ah, da ist halt so, da passiert letztens, seit halt erst mein Turfield waren. Turfield ist daher dafür bekannt, dass die Bewohner hinter Jaro und Wally erlaufen, die wiederum hinter ausgebüxten Wally herjagen. Was macht denn der Typ? So, Kate. Nicht nur als Arena-Leiterin, sondern auch als Model ist Kate äußerst beliebt. Da sie im Kampf völlig anders auftritt, denken viele, dass die Arena-Leiterin Kate und das Modell Kate verschiedene Personen seien. Leider schied sie im Finalturnier direkt nach dem allerersten Kampf heraus. Wer ihren Kampfgeist kannte, war um den Einfluss dieser Niederlage auf ihre Model-Karriere besorgt. Doch Kate zeigte weiterhin ihr schönstes Lächeln. In einem Arena-Stadion ging es dafür jedoch umso stürmischer zu. So, Kaburo. Ausdruck 1, ein Interview mit Kabu. Was schätzt du deinen Kampfstil ein? Direkt, es wird nicht lange gefackelt. Ich bin ja noch jung, also solange es heiß hergeht, bin ich zufrieden. Meine Stärke ist simpel und gerade raus. Aber in letzter Zeit konnte ich nicht viele Siege erringen. Also teste ich nur eine Strategie, bei der ich Irrlicht einsetze. Deshalb will ich allen sagen, experimentiert mit eurem Pokémon. Erstellt gut Kombis aus Attacken, Items und Fertigkeiten. So werdet ihr garantiert einen Durchbruch erleben. Seida lebt getreu dem Motto, um stärker zu werden, muss man gegen jemanden kämpfen, der stärker ist als man selbst. Auch wenn sie sich beim Trainer gegenübersteht, gegen sie
gegen den sie nicht ankommt, kämpft sie mit aller Kraft weiter und strebt zumindest einen Unentschieden an. Die viel zu strikt Erziehung ihrer Eltern hat das Herz dieser Arena-Leiterin unbewusst wohl so abgewertet, dass ihr Lächeln verloren, hat. Was? Wem verdanken wir also, dass die stoische Sadia hier so fröhlich lächelt? Ihren Eltern oder ihrem Partner Pokémon? Und jemand ganz anderem? Okay. Soll halt irgendjemand sein, den ich kenne oder so? Blaue Klamotten? Keine Ahnung. Weiß nicht. Papella. Papella hat Baptiste, der von der Arena schon disqualifiziert wurde, den Titel des Arena-Leiters aufgedrückt. Trotz allem kommt sie jeden Tag in die Arena, um Kommentare abzulassen, Rätsel zu stellen und Schauspielstücke zu probieren. Was es mit dem Pink auf sich hat, dass sie einen anderen sucht? Eine Antwort darauf könnte in einem Interview liegen, das sie vor langer Zeit gegeben hat. Denkt man immer weiter über die Antwort auf eine Frage nach, entsteht die Lösung aus einem selbst. So. Boah, wir werden voll anders sortiert, ey. Mac zählt sowohl ein Punkto Beliebtheit als auch hinsicht seiner Fähigkeiten als Trainer zur absoluten Spitzenklasse in Galar. Da er eine Arena mit Strenge anführt, ist die Zahl der Arena-Trainer zwar eher überschaubar, aber mangelnder Zulauf von Fans kann er sich allerdings nicht beklagen. Mit regelmäßigen Autogrammstunden sowie Fantreffen dankt er seinen Anhängern für die Unterstützung, die unter anderem auch die Veröffentlichung von 3 Fotobänden über Mac ermöglicht hat. Sein Foto auf der Ligakarte wurde übrigens eigens dafür in ein Fotostudio geschossen. Ah, ohne Brille. So, Roy. Der Auslöser von Roy's Selfies war der Wunsch, dem schmerzhaften Moment der Niederlage festzuhalten. Mittlerweile lädt er aber alle möglichen Fotos zu Dingen wie seinen Trainingsalltag oder Kleidungsstil hoch. Das erklärt vielleicht auch die große Zahl boshafter Kommentare mancher Fans, wenn er einmal mehr gegen Deleon verliert. Es stimmt zwar, dass er 10 Niederlagen in Folge gegen Deleon bezogen hat, dafür konnte bisher aber auch niemand mehr von Deleons Pokémon besiegen als er. Er freut sich schon auf den Tag, an dem er ein Selfie von seinem Sieg über Deleon hochlädt. So, und Baptiste. Auf Geist von Papella wurde er zu einem Nachfolger im Amt des Arena-Leiters von Fairbelly. Es herrscht Einigkeit darüber, dass er dank Papella rigorosen Training friedfertig geworden ist. Auch wenn er sich dazu ausschweigt, spricht diese Tatsache, dass er nun sogar bereitwillig Autogramme gibt, doch Bände. Achso, es ist zudem unbestritten, dass sein Können als Trainer einen gewaltigen Sprung gemacht hat. Sein außerplanmäßiger Auftritt beim Finale des Champ Cups kam bei den Fans so gut an, dass sie eine Fortsetzung wünschen. Baptiste bergt diese Vorstellung eher weniger. Alles klar. Oder hat doch ein bisschen gedauert. Alles klar, aber soll mal niemand sagen, dass ich das nicht gelesen habe. Ne? Alles klar, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge geht es weiter hier mit dem Postgame. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr interessiert, lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.